Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Oliver Abel, ich bin Rechtsanwalt in der Kanzlei KGK in Köln-Rodenkirchen und ich führe hier das familienrechtliche Dezernat. Thema heute soll sein der Auskunfts- und Beleganspruch im Familienrecht, ein sehr, sehr wichtiger Bereich, insbesondere immer dann, wenn es um Unterhaltsverpflichtungen geht. Denn um meinen Unterhalt geltend zu machen, bin ich auf Informationen angewiesen des Unterhaltsverpflichteten, dass ich überhaupt weiß, worum es geht, in welcher Höhe ich meinen Unterhalt geltend machen kann. Diese Auskünfte und Belegansprüche sind im BGB an verschiedenen Stellen geregelt, insbesondere sind sie an mehreren Stellen auch im Familienrecht geregelt. So haben Unterhaltsberechtigte, wie beispielsweise Kinder, die ihren Kindesunterhalt geltend machen, aber auch natürlich Eheleute, kommt es zur Trennung, kommt es zur Scheidung, zu bestimmten Stichtagen immer wieder einen gesetzlichen Anspruch gegenüber ihrem Ehepartner, dem Unterhaltsverpflichteten, dass dieser dem Auskunfts- und Beleganspruch nachkommt. Habe ich diesen Anspruch, insbesondere dann habe ich mich getrennt, habe ich die Scheidung, habe ich den nachehelichen Unterhalt geltend zu machen, muss der Unterhaltsverpflichtete diesem Auskunftsanspruch insbesondere durch Übermittlung geeigneter Belege nachkommen. Dies sieht so aus, dass je nachdem welcher beruflichen Tätigkeit der Unterhaltsverpflichtete nachgeht, bei nicht selbstständiger Tätigkeit sind es regelmäßig die 12 aufeinanderfolgenden Gehaltsnachweise, der Arbeitsvertrag und auch die Steuererklärung, aus der ich ableiten kann, wie der monatliche Verdienst, das monatliche Einkommen des Unterhaltsverpflichteten aussieht. Danach kann ich dann meinen Unterhalt beziffern. Etwas komplexer ist es, ist der Unterhaltsverpflichtete selbstständig tätig. Dann bin ich darauf angewiesen und habe auch den Anspruch, dass er mir umfassend über seine Bilanzen, seinen Überschuss, seine Entnahmen Auskunft erteilt und dies auch entsprechend belegt. Was nicht gilt, ist, dass er mir dann ein Konvolut überreicht und ich mir aus diesen Unterlagen dann selbstständig die Schlüsse ziehe, dass ich dann selbst letztendlich die Bewertung vornehmen muss und zu einem Ergebnis komme, was ich dann denke, was richtig ist. Das ist nicht zielführend. Der Unterhaltsverpflichtete muss dies in einer überschaubaren und leicht nachvollziehenden Art und Weise mir als Unterhaltsberechtigten schon so übermitteln. In dieser Situation kann die Schattierung, Auskunft und Beleg sehr, sehr viele Geschmacksrichtungen annehmen. Insbesondere gibt es sehr viele, die wechselseitig unterhaltsverpflichtet sind. Je nachdem, in welcher Konstellation Sie betroffen sind, würden wir uns freuen, Sie hier zu beraten. Ich stehe Ihnen auf jeden Fall jederzeit dazu zur Verfügung und würde mich freuen, Sie hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.